Gefällt mir. Könnte wieder 3 Kronen sein. Das läuft ja heute. Ey, das ist eigentlich phänomenal. Eigentlich ist das Deck überhaupt nicht 3 Kronen tauglich. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Ihr seht's unten in der Truhenleiste, ne? Noch eine legendäre Truhe. In letzter Zeit fliegen die Dinger mir echt regelrecht zu. Gut, ist nicht alles Free-to-Play gewesen, aber wenn wir so zusammenrechnen, haben wir, glaube ich, 7 Tage gehabt und 7-mal eine Legendary. Wir hatten das Jubiläumsangebot, wir hatten das, die Auswahltruhe, die ultimative Champion. Wir hatten die Magietruhe in der Banditen-Challenge, wir hatten dann das Chest-Opening gehabt. Die kostenlose, die ich erhalten habe, 5. Die legendäre Truhe, die ich gekauft habe und die legendäre Truhe, die ich jetzt kostenlos erhalten habe. 7 Tage, 7 legendäre Karten. Das ist phänomenal. Ohne Scheiß. Zwischendurch habe ich noch ein paar andere Videos rausgebracht, wie die Banditen-Challenge. Aber ich würde mal sagen, wir machen diese legendäre Truhe auf. Was will ich denn überhaupt? Schwierig ist alles irgendwie. Prinzessin Level 3 könnte, wäre echt nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir aber Funky Level 3. Irgendeine Karte, die ich auf jeden Fall hochleveln kann. Alles andere ist irgendwie so, kriegst du zwar eine, aber es passiert nichts. Es ändert sich. Das wird jetzt nicht besser, aber wir machen die mal auf. Und es ist Bims! Kampfholz Richtung Level 3. Okay. Nicht phänomenal geil. Ich meine, Kampfholz ist eine der langweiligsten Legendary-Karten, auch wenn es super praktisch ist. Es ist praktisch, kann viele Einheiten kaputt machen, aber es ist so rotzlangweilig. Du setzt das Ding aus, das rollt eine Sekunde übers Feld und dann ist das Ding weg. Super legendär, super legendär. Alle anderen Karten haben richtig geile Effekte mit richtig schöne, was auch immer, es passiert irgendwas. Aber das Ding rollt einfach über Feld und dann war's das. Tja, irgendein Deck mit dem, hier sind super viele legendär. Wie hoch bist du? 4000 Grad mal. War schon ein bisschen Hype, weil er hier 4 legendäre Karten im Deck hat. Sah irgendwie interessant aus. Sollen wir ein Golem-Deck spielen? Hier ist einer, der sieht ganz gut aus. Da ist ein Kampfholz dabei. Ist, denke ich mal, ganz okay. So, muss auch nichts hochleveln. Okay, lasst uns... Doch, Kampfholz ist drin. Lasst uns Matches verlieren, Leute. Ich will wieder auf die Schnauze fliegen. Bin, hab gerade eh genug. Ich warte mit dem... So viel dazu, ne? Kriegen wir schon gleich den ersten Level. Zwölfer, okay. Wer wettet auf Elite-Barbaren, wenn ich, sobald ich diesen Elite-Sammler setze? Elite-Sammler. Genau, wer kennt ihn nicht? Den berühmten Elite-Sammler, Leute. Da! Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Kaum setze ich diese Pumpe, kommen diese Penner an. Ja. Okay, vielleicht kommt der Mini-Packer an. Ich weiß es nicht. Ich halte den Knall mal bereit. Nee, tut er nicht. Aber wenigstens Ofen macht kaputt, bitte. Nein, kriegt er auch nicht. Verdammt, verdammt. Okay, hab hart gelitten. Deswegen spielt, glaube ich, den Ofen heute da. Ofen, den Elixiersammler so wenig, ne? Es ist eine Risikokarte. Setze die aus, riskierst du halt immer diese Elite-Barbaren direkt hinten rein. Sofort obendrauf quasi. Okay, mal gucken. Mal gucken, ob das hier was wird. Weil ich habe jetzt Elixier-Vorteil. Auf jeden Fall ganz guten. Ihr seht, mein Golem ist immer noch da. Er hat noch immer nichts gesetzt. Und das war's mit meiner Siegerschräne. Das war's mit diesem Match. Hat mich gefreut, Leute. Ich gebe auf. Zack. Okay. Ja, nice. Golem ist noch dran. Babydrache ist dran. Ein Level 10 Muskel überlebt. Cool. Schaffe ich auch seinen Turm? Nein, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Ich hätte zappen sollen. Warum habe ich das Ding nicht gesappt? Suck this. Frisst das noch. Frisst den Mini-Packer. So, er müsste furz trocken sein. Komm mal, ein Schlag. Und zweiten Schlag bitte auch noch. Yes, hat den zweiten Schlag noch abgekriegt. Oh, nice, der ist in Giftreichweite. Er ist in Giftreichweite. Wir setzen unseren Golem aus auf die andere Seite. Schöne Segen. Wird er einen Elite-Barbar-Push machen? Nein, wird er nicht. Ich habe Elixier-Vorteil. Massiven und der hat in diesen Turm. Verdammt. Verdammte Rakete. Okay, aber er muss das immer noch abwehren. Und wir haben gleich die doppelte Phase. Oh, das wird spannend. Das wird ein super spannendes Match, Leute. Das wird ein richtig spannendes Match, finde ich. Nicht nur, weil wir Elite 10 Barbar-Luckys haben, nein. Luckys. Vergiss es. Ich bin gerade nicht zurechnungsfähig. Ich muss das Ding hier gerade gewinnen. So, so. So, okay. Sieht gut aus. Wir sparen bis. Wir tanken Elixier. Ich glaube, das wird nichts. Gut, da setzen wir den aus. Und da setzen wir gleich. What? 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 Das war's. Das war's. Never. Never ever. Das sind zu viele. Wo kommen. Der hat Spiegel, ne? Der hat sowas von gespiegelt, ey. Verdammt. Das hat ihn natürlich massiv viel Elixier gekostet, aber bringt mir nichts. Bringt mir nichts, weil dieser Turm ist down und in 16 Sekunden kriege ich nicht auf die andere Seite und er hat die Rakete. Ey, gespiegelte 3 Muskis, das ist auch ein ätzendes. Also. Ich brauche gar nicht zu hoffen. Brauche ich gar nicht zu hoffen. Ich weiß, dass die Rakete da sind. Ich brauche nicht mal den Verteidigen. Ah, das ist bitter. Das ist bitter.
Bitter, bitter. Kennt ihr Bittergeschmack? Es gibt sauer und bitter. Ah, verdammt. Gespiegelte Muskis habe ich nicht kommen sehen, hat das Ding sofort rumgedreht. Auch wenn das satte 19 Elixier waren, die da auf dem Feld stehen. Wenn du gerade keinen vernünftigen Zauber hast, der das alles wegnockt, keine Chance. Ehrlich gesagt, das Deck gefällt mir nicht. Irgendwie ist das, der fehlt was. Der fehlt irgendwie so der Hard-Hitter. Ich meine, gut, Mini-Packer ist da, aber was willst du gegen Elite-Barbar machen? Nix. Der ganze Holzstamm-Sepp und Mini-Packer raushauen. Erst dann hast du was gegen Elite-Barbar. Deswegen brauchen wir immer Elite-Barbar im Deck, Leute. Denn was wissen wir? Elite-Barbar sind die besten Konter gegen Elite-Barbar. Ohne Scheiß. Wenn jeder die zockt, dann müsst ihr die auch zocken. Kann man nicht anders machen. Ihr könnt natürlich an eurem Prinzip festhalten und dadurch immer verlieren. Und dann könnt ihr euch beschweren. Oder ihr benutzt die Elite-Barbar und verliert auch. Und dann könnt ihr euch beschweren. Das geht auch. Das Golem-Deck ist solide, nicht das Beste aktuell in der Meta, würde ich mal sagen, aber mit dem Elite-Barbar und so weiter seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Man kann damit Matches gewinnen, es funktioniert immer wieder mal, nicht immer. Kommt immer drauf an, was der Gegner so hat. Schnitzelreiter zum Beispiel. Nein, nicht links, nicht rechts, nicht links, nicht rechts, nix. Okay. Da muss man sich immer entscheiden, wie man überhaupt anfängt. Der Anfang ist echt schwierig mit dem, weil man muss eigentlich auf die doppelte Elixierphase warten, da ist es am besten. Er setzt einfach einen Feuerball aus. Okay, wir versuchen es, wir versuchen es. Ich hätte gerne jetzt noch Sepp gehabt. Und der setzt noch den da. Okay, der hat echt viel ausgesetzt. Stört mich nicht mal. Stört mich nicht. Der hat, guck mal, Inferno-Turm ausgesetzt. Und dann hier Kampfholz. Das heißt, und wir können noch massiv Damage machen. Oh mein Gott. Oh mein, nee, nicht Golem. Puh. Kampfholz. Oh. Das war super. Der hat mehr Elixier ausgegeben, als es wert war. Und dann musste er auch noch richtig Schaden kassieren. Besser kann man nicht anfangen. Ah, schade. Okay. Ah, kommt das schnell genug? Okay. Hat nochmal für einen schnellen Push Elixier rausgehauen. Ah, ich hätte den Sepp für den Inferno behalten sollen. Ah, da, egal. Ich werde den Inferno ready haben, bestimmt. Aber Megalakain ist safe, Golem ist safe, die rutschen alle durch. Happy Party. Guckt euch gleich die Slap Party an. Bloms, 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 Bloms. Down. So, Babydrache geht noch draus. Ich hole gleich noch die Elite-Barbaren raus und vielleicht kriegen wir hier noch einen super schnellen Push hin. Und dann haben wir dieses Match auch in 3 Kronen sogar in der Tasche. Ah, die laufen jetzt erstmal dem Schnitzel hinterher. Gut, einen guten Schnitzel kann man nicht widerstehen, kann ich verstehen. Aber nicht so geil. Nicht so geil, ehrlich gesagt. ich gehe trotzdem auf die 3 Kronen. Zack. Come on, geht ein bisschen noch auf links. Genau, ja, ja. Knüppelt das Ding noch ein bisschen. Der haut noch einen Feuerball raus, finde ich gut. Wir sind runter auf 1000 Damage. Das heißt, wir müssen nur noch ein bisschen pushen. Er hat nur noch einen Koboldfass. Und einen Miner. Schnell Miner. Pillepalle. Okay, Koboldfass wird gesappt. Zack. Seht ihr, das habe ich in meinen Top 10 Anfängerfehler gemacht. Es gibt so Spieler, die denken, das ändert sich irgendwas. Er weiß, was ich das habe. Er weiß, dass ich. Aber er ändert seine Taktik nicht. Er haut immer noch dieselbe Geschichte raus. So, geh weg. Stirb. Und zack, seht ihr? Schön, 3 Kronen wert das. Solche Gegner mag ich. Die mag ich. Sind nicht die schwersten. Die Taktik ist vorhersehbar. Deck ist vorhersehbar. Alles easy. 3 Kronen, nice Ding. Spin gegen Reuer. Reuer. Das ist Roy R. Oder Reuer. Reuer. Ich hab nichts. Ich hab so meine Phasen, Leute. Lasst mich einfach mal. Ab und zu mal. Okay, Level 3 Eismag ist auf jeden Fall schon ordentlich, muss man sagen. Hau bitte noch irgendwas daneben raus. Irgendwas, 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 irgendwas Kleines, irgendwas Süßes. Nein? Okay. Schade. Das Kleine und Süßes hätte ich echt gern vertragen. Ich mag kleine und süße Sachen. Das hat sie gestern Nacht auch gesagt. Ah, oh, verdammt. Verdammt. Elite Barbar gegen den Barbaren. Das ist halt Rockrip hier. Das passiert, da passiert nichts. Passiert nichts. Oh, aber die Minions sind nice. Minions sind nice. Zack, kriegt noch ein bisschen Bonus-Elixier, finde ich gut. Elite-Magier wastet er auch nochmal, damit er einfach keinen Damage kriegt. Aber ich glaube, der muss furztrocken sein. Der hat gerade echt viel ausgegeben. Und ich spare hier auf einen richtig schönen großen Push. Das einzige Schwierige sind die Barbaren. Die Barbaren sind schwierig. Blitz bringt nichts. Kampfholz bringt etwas. Princess hat er auch noch. Die Kampfholz sich gleich aber weg. Ja, abgeholzt. Zack. Die setzen wir auch noch aus. Zack, Golem ist dran. Jetzt kommen irgendwo die Barbaren. Da sind die Babys. Zack. Babydrache hilft ein bisschen gegen Barbaren, aber nicht viel. Nicht viel. Eine, okay, der Turm wird mehr.
Tom gehört mehr. Vorsicht doch. Wer zu viel Elixier ausgibt, der kriegt einfach von diesem. Der wird von diesem Push niedergerissen. Kann man nichts anderes gegen machen. Und wenn er jetzt noch die aufpasst, hole ich mir die 3 Kronen mit diesen zwei Surprise-Elite-Barbaren, die mal eben ruckzuck das Ding hier wegnocken. Zack. Okay, die 3 Kronen sind sowas von sicher. Yes! So schnell kann es gehen. So schnell kann man auch ein Match drehen, ne? Am Anfang dachte er sich, er wäre zuversichtlich. Hat aber super viel ausgegeben. Gegen Danny von AVP. Ist das dieselbe Flagge, die wir vorhin hatten? Sieht ähnlich aus. Wir müssen einen Hawk Rider aussetzen. Ich rieche einen Schnitzel. Oder den großen Stinker. Irgendwas riecht hier. Ich hatte schon lange keinen großen Stinker jetzt gehabt, ne? In den ganzen Matches. Wo ist er? Ich weiß, dass du ihn hast. Ich weiß, dass du ihn magst. Ja, Leute, ich hole mir den Bonus-Elixier. Fangen wir an. Mal gucken, was er hat. Eine Hexe. Okay, Handy hat gerade komisch aufgeleuchtet. War verwehrt. Krieg ich noch eine Karte? Zack. Okay. Babydrache überlebt. Finde ich gut. Kriegen noch ein bisschen Damage raus. Und die Princess kann ruhig nach rechts laufen. Ich hau jetzt gleich hin. Ja, ich muss aufpassen, was er raushaut. Ich hoffe, kein Hock. Er müsste eigentlich kein Elixier haben für einen Hock. Naja, ich verwende lieber das Kampfholz für die Geschichte. So. Ah, Giant, okay. Verdammt, die Rotation passt null. Der Giant kommt einfach viel zu spät. Gott, der Mimi. Ich hab den Namen vergessen. Der Mega Minion. So. Zack. Mach den kaputt. Warum habe ich keinen Grabstein in diesem Deck, merke ich gerade. Okay. Damage verhindert, aber ich kann auch keinen austeilen. Außer die Prinzessin kommt gleich irgendwo. Da ist sie. Schnell einmal abholzen, damit wir hier mit der Bogenschützen noch ein mit allen restlichen was anrichten können. Finde ich gut. Babydrache kann wieder Damage machen. Der zahlt sich echt aus heute. Zahlt sich echt gut aus. So, was haben wir gleich? Können wir noch Barbaren? Ah, das war scheiße. Das kann mich echt das Match kosten. Oh, einer ist dran. Keine Ahnung warum, aber einer ist dran. Zack. Oh, Hawk Rider hat er auch noch. Und. Okay, boah. Ey, das ist ein Wunder, dass ich gerade so viel Damage verhindert habe, oder? Giant Hawk Rider und ich habe kaum Schaden an diesem Turm bekommen. What the fuck? Und der Golem kam nicht mal einmal in diesem Match dran. Ich bin gerade geflasht, Leute, da kommen gleich die Luckys. Ah, schlau. So. Come on. Babydrache, lenk dich ab. Du solltest dich einmal ablenken, Kollege. Hast du nicht getan. Und jetzt kommt da so eine ganze Suppe an. Ey, das gibt's doch nicht. Und dabei war der Push gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. So, zack. Kriege ich noch einen Golem raus? Ja, das war zu spät. Das wird mich das Match kosten. Wette ich mit euch. Da hab's euch gesagt. Diese eine Elite-Barbar nach rechts, ne, das war sowas von scheiße, ey. Wir spielen gegen Mad Jack von Bobson Guns. Ist eigentlich ein ganz netter Clanname, Bobson Guns. Da sind halt nur Bobs, Leute, und Kanonen drin. Okay, was in die Richtung. So, was haben wir da? Wir haben schnell Hawk Rider. Ich wusste doch, ich rieche irgendwas. Ist im Prinzip jedes Match. Es hat sich 0 an der Meter. Habe ich das schon gesagt? Habe ich das in irgendeinem Kampf gerade schon gesagt? An der Meter hat sich einfach mal 0 geändert. Ist schon seit Monaten immer wieder die gleiche Geschichte. So, Kampfholz noch ein bisschen zur Abkühlung. Lass den Golem in Ruhe. Zack, wir kriegen Damage an den Turm, finde ich gut. Könnte sein aber, dass er gleich schon wieder zum Hawk Rider rotiert. Das ist nun mal das Schöne am Hawk Rider, ne? Du kriegst das Ding so schnell rotiert wie sonst was. Ich meine, ich kann nicht mal so schnell ein Schnitzel in der Fahne rotieren, wie der hier an Hawk Riders. Und das sieht kacke aus. So, geht doch. Geht doch, jetzt musst du zwei Seiten defenden, Arschloch. So, verteidige doch. Du
Du hast gerade massiv Elixier ausgegeben, plus noch Feuerball und kriegst trotzdem noch Damage. Finde ich gut. Finde ich gut. Aber trotzdem, wenn ich jetzt den Golem aus... Wow. Wow. Hauptsache Damage, ne? Hauptsache Damage. Der kommt ja eh dran. Du kannst ja eh nichts machen. Zack. So, nochmal Elixier gesammelt. Jetzt aber. Jetzt gehe ich nach links. Mit dem Golem hol mir das Ding und dann gehe ich irgendwann nach rechts. Wird er dir rechts verteidigen? Ich glaube nicht. Außer er setzt hier gleich die Lucky Horde. Lucky Horde? Ne, keine Lucky Horde. Zack. Zwei Punches. Zwei Punches kriegen wir raus. Und der Golem pusht jetzt nach links. Und er setzt noch die Pumpe. Okay. Sehr zuversichtlich oder schlechtes Timing? Sehr zuversichtlich oder schlechtes Timing? Eins von beiden. Er setzt aber so mal die Pumpe aus, wenn der sieht, dass der Golem ankommt. Kann riskant sein, muss nicht. Er hat ja die Barbaren. Da sind sie. Sind ja wie bestellt, ne? So. Okay. Okay. Sieht gut aus. Babydrache entscheidet sich mal nicht zu machen. Er war, fand es nicht so cool, aber ich krieg seinen rechten Turm auch noch. Seht ihr? Schönes Ding. Alle Pushes von allen Seiten. Gefällt mir. Könnte wieder drei Kronen sein. Das läuft ja heute. Ey, das ist eigentlich phänomenal. Eigentlich ist das Deck überhaupt nicht drei Kronen tauglich. Ich habe mit dem Deck noch nie so viele drei Kronen geholt wie gerade eben. Pures Glück, Leute. Pures Glück. Bill ich mir nichts drauf ein. Außer, dass ich der geilste Chat bin in der Welt. Wir kriegen drei Kronen. What the fuck? Dreimal drei Kronen? Das ist super selten. Unsere legendäre Truhe hat einfach uns einfach Glück gebracht. Mal davon abgesehen, dass ich mal mein Match verloren habe. Alter, Peanuts, Peanuts. Details, juckt keine. Haben wir noch irgendwo eine legendäre Truhe? Also, das ist wirklich eine Glückssträhne heute in der letzten Zeit. So viele legendären Karten innerhalb einer kurzen Zeit hatte ich noch nie. Und das ist awesome gewesen. Nicht alle waren umsonst, aber alle waren nice. Ich gebe mir, hinterlass mir einen Daumen, Leute, für die legendäre Truhe. Kampfholz rutscht ein bisschen hoch. Es hat sich jetzt nicht krass geändert, aber nur noch einmal Kampfholz und das Ding ist Level 3. Und dann kann es was machen? Eigentlich nichts. Macht ein bisschen mehr Schaden. Prinzess Level 3 kann es natürlich. Oh, das ist doch ordentlich. Okay, hinterlasst einen Daumen hoch für ein neues Kampfholz im Deck. Neues, altes Kampfholz. Klickt hier rechts auf die zwei Kassen, dort findet ihr weitere Videos. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Dann gebt mir Flosse. Flop.